Jule. Jule. Ja. Macht Spaß? Ja. Ist was anderes, ne? Ja, sehr. Die Mädchen haben richtig Spaß am Spiel, ne? Ja, ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ja, darum geht's ja. Ne? Man will jetzt nicht hier Technik. Technik ist zweitrangig, drittrangig. Das stimmt. Hauptsache. Regeln auch ein bisschen. Regeln auch. Die lassen wir heute auch mal ein bisschen außen vor. Aber du pfeifst ja auch manche anderen Spiele, aber das macht Spaß hier, ne? Ja. Die Geschichte, wo die Jugend rangeführt wird an diesem Fußball. Ne? Ja, das stimmt. Das ist echt. Dann viel Spaß noch. Dankeschön. Mini-WM in Altenrad. Ich glaube, Sie hatten die Idee. Ja, es war uns wichtig, dass wir die Mädchen, die keinen Vereinssport machen oder keinen Ballsport machen, einfach mal zu zeigen, wie schön es ist, wenn man in der Mannschaft das Gefühl hat, Gemeinschaftssport zu machen, Siege zu erlangen, Niederlagen wegzustecken und gemeinschaftlich Sport zu treiben. Das war uns wichtig. Die Idee war gut. Die Umsetzung war schwierig oder einfach? Es haben alle an einem Strang gezogen, alle. Die Schulleiter, die Lehrer, die dafür verantwortlich sind, Vereinskollegen, der Vorstand, das O-Team, alle, die hier in diesem Verein tätig waren, alle, die Sie hier heute sehen, die kräftig mit angepackt haben, haben das möglich gemacht. Sicherlich ist eine Turnierorganisation immer schwierig. Aber wenn man mal so sieht, wenn man sich mal so umschaut hier, was heute hier los ist, es ist ein Erfolg. Ja, auf jeden Fall. Muss man sagen, wir haben knappe 200 Mädchen, die hier heute Fußball spielen. Wenn man dann überlegt, dass noch das Geschwisterkind mitkommt, Opa, Oma ist da, Tante, Onkel. Also wir gehen davon aus, dass wir hier 500 bis 600 Leute auf dem Platz haben heute. Und das ist für mich eine große Resonanz. Also ich muss sagen, Glückwunsch, hat prima geklappt. Dankeschön. Und vor allen Dingen, wenn man die Spiele sieht, die sind nicht von Technik, die sind nicht von Taktik, die sind von im Grunde genommen nur geprägt vom Spaß am Spiel. Absolut, absolut. Das, was man hier sieht, das sind Kinder, die Spaß haben, hier heute vor den Ball zu treten. Und im Fußball hat man ja allgemein immer, wenn man das den großen Fußball, Profifußball sieht, es gibt ja Millionen von Trainern. Und hier ist es fast genauso. Fast alle Eltern, fast alle Großeltern, Tante, Onkel, Opa und wie auch immer, alles sind Trainer, die am Spielfeld stehen. Ja, ja, die Begeisterung ist groß, das ist wohl wahr. Ja, es ist wirklich nur Spaß. Ja, absolut. Okay, jetzt sind wir kurz vor den Finalrunden. Schauen wir uns noch was an. Ja. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Ist das eine einmalige Geschichte oder soll das wiederholt werden? Also bei der WM haben wir ja nicht alle. Ja, bei der Resonanz wird der Vorstand sicherlich noch darüber nachdenken, ob man das in einer anderen Weise nochmal wiederholt. Sicherlich. Und wie ich gehört habe, die laufen ja alles in den Trikots auf der teilnehmenden Fußball-WM-Nationen. Von der Damenfußball-Weltmeisterschaft. Ja, absolut. Das ist angelehnt an diese Fußball-WM in Deutschland. Wir haben denselben Spielplan wie die Damen. Nächste Woche spielen werden, ist hier derselbe Spielplan mit denselben Mannschaften. Und wie ich auch gehört habe, die Mädels waren alle hellauf begeistert, dass sie die Trikots behalten werden. Ja, die haben schon im Vorfeld gefragt, wann denn die T-Shirts, Trikots kommen und ja, natürlich, auf jeden Fall. Wir haben einen Großteil Sponsoren gefunden, die uns hier unter die Arme gegriffen haben, wo wir uns für bedanken, alle, die hier mit angepackt haben und ja, gucken Sie sich um. Ja, nur Begeisterung pur, ne? Und ich denke mal, das wird ja ein oder andere von den Mädels wird vielleicht auch im Fußball drin bleiben. Vielleicht. Ja, das hoffen wir. Das hoffen wir, dass wir die Kinder begeistern konnten dafür. Ob sie jetzt, es ist egal, wo sie spielen, Hauptsache, sie spielen weiter. Ja. Danke Ihnen. Wunderbar, danke. Erfolg noch. Danke. Dankeschön. Und wer Interesse hat, ich denke, die meisten unter uns können ab nächste Woche die Highlights dieser Veranstaltung im Internet unter AGA.TV sich einmal angucken. Vielen Dank. Ich freue mich, dass heute auch in besonderem Maß Schiedsrichterinnen hier sind. Finde ich ja ganz toll. Und die jungen Mann ist nicht unter den Scheffel stellen, aber ich freue mich, dass das funktioniert. Man spricht jetzt zurzeit auch davon, dass es eine erste deutsche Schiedsrichterin in der Bundesliga geben soll in der nächsten Saison. Finde ich auch eine ganz tolle Sache. Und ich freue mich, dass der Frauenfußball so an Fahrt gewinnt, jetzt eine Woche vor der Weltmeisterschaft in Deutschland. Meine beiden Töchter, die sind auch sehr aktiv im Fußball, die spielen am SV Bergheim. Und deswegen weiß ich, dass da viel Herz dabei ist bei den Damen, auch beim Fußballspielen. Ich darf mich bei den Verantwortlichen vom TuS Altenrad bedanken, die hier diese Veranstaltung durchgeführt haben, die Idee hatten und die Arbeit machen. Ich denke auch, wir haben alle einen ganz kräftigen Applaus dafür gegeben.
hier habe ich auch einen kleinen Check mitgebracht für den Veranstalter. Ja, Kolumbien ist vor Nigeria. Vielen Dank, schönes Tag. Vielen Dank, Herr Jablonski. Ja. Und dann möchte ich jetzt die Schiedsrichterin ehren mit einem kleinen Pokal. Finde ich eine ganz tolle Sache, dass das gemacht wird. Dankeschön. Zunächst die Vanessa Engel, Jule Borch. Jetzt hätte ich was gesagt, die Tobias Jochen, aber das ist der Tobias Jochen. Euch allen dreien ganz herzlichen Dank. Die Schwester von der Vanessa musste leider schon abreisen, weil sie noch weitere Termine hat. Aber euch allen ganz herzlichen Dank. Ohne euch würde die Veranstaltung überhaupt nicht funktionieren. Dafür nochmal einen herzlichen Applaus. Dankeschön. Die Schiedsrichter sind geehrt worden. Jetzt sagt mir doch mal, hat es euch heute Spaß gemacht mit den ganzen Mädels hier? Ja, war lustig. War schön, hat viel Spaß gemacht. War, ich habe schöne gesagt, Spiele befreit gesehen. Von allen taktischen Zwängen. Ne? Ja. Da, wo die meisten Mädels sind, ist auch meistens der Ball. Ne? Ja, so ungefähr. Der wir zwei hatten ja eben schon mal ein Interview. Ja. Auch gesagt, Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und hier ist auch ein junger Mann, nicht nur Mädels, beim Frauenfußball. Der Hahn im Korb, ne? Ja, ist aber auch mal was Schönes, ne? Auch schön, ne? Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ist eine super Idee hier vom TuS Altenrad sowas zu veranstalten. Wenn man so die Resonanz sieht, ist sehr gut angekommen, ne? Ich denke und schon. Die, also, und die Spielerinnen haben alle viel Spaß gehabt, ne? Auf jeden Fall. Mir auch. Ja, ja, danke auf jeden Fall. Danke.